Welche Frauen sollte man nicht heiraten? Du möchtest heiraten und suchst nach der richtigen Partnerin? Dann heirate auf keinen Fall eine der fünf folgenden Frauen. Erstens, die Klagende, die sich ständig beklagt und meckert und nicht zufriedenzustellen ist, getrieben von einer Forderung zur nächsten. Zweitens, die Selbstdarstellerin, die dir ständig vorhält, wie besonders sie ist. Sie reibt es dir ständig unter die Nase, wenn sie dir mal Gutes getan hat und lässt keine Situation ungenutzt, um es dir vorzuhalten. Drittens, die mit dem Fernglas. Ich meine damit diejenige, die ständig darauf achtet, was andere an Geld und Vermögen haben und nie zufrieden ist mit dem, was sie hat. Viertens, die Dievenhafte, die sich nur um ihre Außendarstellung kümmert, wie sie anderen gefällt und nicht auf deine Bedürfnisse achtet und nicht dir gefallen will, sondern nur den Fremden. Fünftens, die Tratschende, die ihre Zeit damit verbringt, über andere Menschen zu lästern. Im Deutschen sagt man auch, diejenige, die ständig über Hinz und Kunst redet und tratscht. Die Wahl der richtigen Partnerin ist essentiell für deine Zukunft. Lass dich dabei von der Lebenserfahrung deiner Eltern führen, bleibe standhaft und triff die richtige Entscheidung.